Grüß euch und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde 60 Parsecs. Wir sind das letzte Mal nur auf dem blauen Planeten gelandet. Haben da schon ein paar Missionen gestartet. Oder Expeditionen gestartet. Aber jetzt müssen wir da mal weiterschauen. Wo wir da hängen geblieben sind. Tag 27. Da sind alle gesund, Suppe haben wir auch noch. So, da geht's los. Das Auftauchen der menschenähnlichen Figuren und anderer Symbole veranlasste dich, das Artefakt, das wir gefunden hatten, in den kleinen Opferkreis zu legen. Am nächsten Morgen war der ganze unheimliche Kram verschwunden und nur das Artefakt war noch da. Es war aber mit geschmolzenem Metall verarbeitet. Wie ist das geschehen? Es hilft nichts, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, Hauptsache der Spuk ist vorbei. Didi ist von ihrer Bibliotheksexkursion zurückgekehrt und vermutlich durch das viele Lesen ziemlich erschöpft. Sie beschwert sich über einen knurrenden Magen. Ich beurteile ihren psychischen Zustand als etwas instabil. Didi sagt, dass die Bibliothek ein unvergleichlicher Anblick ist. Ein paar Roboter kümmern sich um die große Sammlung an Daten, während einige Bürger im Gebäude stöbern. Didi hat sich in den dunklen Korridoren des zugangsbeschränkten Bereichs der Bibliothek verirrt. Sie hat das Feuerzeug benutzt, um ihren Weg zurückzufinden und es leider immer wieder aus den zitternden Händen fallen lassen. Das Feuerzeug hat darunter gelitten. Beschädigt, okay. Didi hat bei diesem Ausflug etwas Nützliches gelernt. Als sie zurückkam, hat sie im Shuttle auf ein paar Dinge gezeigt, die wir umfunktionieren könnten. Plus 39 Chemikalien. Didi hatte Glück. Sie hat in der Kinderabteilung ein einfaches Wissenschaftsbuch von der Erde gefunden. Ich frage mich, wie es dorthin gekommen ist. Oh, cool. Handbuch, wo kommt all die Suppe her? Das ist das größte Mysterium vom Universum und dem ganzen Rest. Wie dem auch sei, Didi hat uns Rationen mitgebracht, plus 3 Suppe. Dieser Ausflug bot das Potenzial, Technologien aufzudecken, die sich die Urheber von Astrobürgern niemals hätten erträumen können. Wenn der menschliche Verstand doch nicht so begrenzt wäre. Didi beschwert sich noch immer über den Mangel an Rationen. Baby ist immer noch hungrig. Herstellung abgeschlossen, neuer Gegenstand verfügbar, Suppe. Du hast Hunger, Captain. Ich habe ein paar Signale entschlüsselt, die kürzlich hier eingingen. Wir alle handeln von einem abgestürzten Alienschiff. Sind wir vielleicht die Aliens, von denen sie sprechen? Didi ist wirklich müde. Okay. Gut, die war jetzt gerade auf Tour. Die ist gerade wieder zurück. Das ist sehr gut, aber auch... Wie viel Suppe haben wir denn jetzt? 13. Naja, das ist ja... Wir sind noch nicht am Verhungern. Das ist schon mal viel wert. Was können wir jetzt denn da alles herstellen? Kommunikationsmodul haben wir eigentlich vorübergehend. Reparieren wir gleich mal das Feuerzeug. Das machen wir jetzt einmal. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Das brauchen wir bestimmt irgendwo wieder. Und dann könnten wir uns, oder ja, müssen wir das nochmal verbessern, damit wir uns das andere Zeug dann machen können, oder? Verbessern. Na, da haben wir nicht genug Ressourcen für, okay. Dann doch reparieren. Feuerzeug, jawohl. So. Captain, meine Wettersysteme erfassen ein Gewitter am Horizont. Es bewegt sich schnell und ist hoffentlich bis morgen wieder verschwunden. Doch es könnte unangenehm werden. Donner, Blitz, Stürme und scharfe Objekte, die von allen Seiten herangerauscht kommen. Ich würde die Bewegung des Gewitters gerne die Nacht über beobachten, doch dafür müsste ich meine Sensoren auf Batteriebetrieb stellen. Da es nicht ratsam ist, den Hauptgenerator während eines Gewitters laufen zu lassen. Was möchtest du tun? Oh, dann nehmen wir noch die Atombatterie, wenn wir sie schon haben. Und dann könnte er eigentlich auf Expedition gehen, gell? Was haben wir denn da noch? Da kriegen wir nochmal Mineralien, mit Glück auch eine Pistole, okay. Ein Dorf. Kriegen wir auch Mineralien, ist aber verstrahlt. Und dann gehen wir noch da mal hin. Hoffen wir, das klappt. Vielleicht ist er weg da noch, schauen wir mal. Aber der ist relativ kräftig, von dem her gesehen. Vertrauen wir jetzt da mal drauf, dass das funktioniert. So. Damit ist und sicherheitshalber einmal die Maske mitnehmen. Ich glaube, das ist nur das Geschickteste, was er machen kann.
sondern jetzt wieder hier im Schiff nicht vorhanden und jetzt werden wir es wahrscheinlich morgen wieder brauchen, aber ist ja meistens so. Reparieren. Das haben wir eh schon, oder? Das war doch eigentlich schon angegeben. Oder denn das nicht? Nein. Okay. Und verhungern ist keiner? Nein. War ich bloß hungrig? Dann schauen wir mal nach Tag 28. Exit Felix, juhu. Ziele erneuert, weitere Infos unter Ziele. Okay. Du hast die Wetterüberwachungssysteme auf Batteriebetrieb laufen lassen. Das Gewitter ist in Richtung Süden gezogen und du bist zum Schlimmsten verschont geblieben. Am Morgen war das Unwetter komplett verschwunden. Ach, ist diese frische Regenluft nicht herrlich? Du hast den ganzen Morgen damit verbracht, dich durch den angeschwemmten Krempel zu fühlen, aber es war nichts als durchnässter Müll dabei. Captain, ich habe den Standort des SOS-Signals lokalisiert, das wir gestern erhalten haben. Es scheint, dass es vom alten Fließband kommt. Vielleicht solltest du darüber nachdenken, die Quelle des Signals aufzusuchen. Baby hat uns verlassen, um Robotofus erstem und einzigen Museum einen Besuch abzustatten. Während du dir um seine sichere Rückkehr Gedanken machst, werde ich auf meiner Festplatte Speicherplatz für neue Informationen über diesen mysteriösen Planeten freiräumen. Idi ist immer noch hungrig. Reparatur abgeschlossen, neuer Gegenstand verfügbar, Feuerzeug. Idi hat sich ausgeruht. Ja, aber solange sie noch hungrig ist und er auch nur hungrig ist, ist alles gut. Ich erfasse eine enorme Energiequelle unter der Oberfläche. Seismische Wellen, ich denke, es steht ein Erdbeben bevor. Der Shuttle ist robust, doch der Boden ist es nicht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich diese Erde bei einem Erdbeben verflüssigt. Das bedeutet, dass wir entweder lebendig begraben werden, einem Erdloch noch zum Opfer fallen werden oder uns sonst was geschieht. Ein paar Meter von hier entfernt gibt es ein Stückchen Felsboden, auf dem wir etwas sicherer wären. Du könntest versuchen, die Schubdüsen des Shuttles zu verwenden, um darauf zu gleiten. Solltest du jedoch zu weit gleiten, landen wir auf einem Boden, der noch schlechter ist als der jetzige. Willst du das Manöver versuchen? Naja, warum denn nicht? Ja, als schief gehen kann es doch gar nicht. Erinnern wir noch irgendwas. Das bringt alles nichts mit verbessern. Gut. Hört mal weiter. Hungern ist der noch keiner. Na, hungrig. Wie sah es sonst nur hungrig? Tag 29. Du hast die Schubdüsen des Shuttles verwendet, um auf ein besseres Stück Boden zu gleiten. Landeten genau am Rand des felsigen Bodens, als das Erdbeben eintrat. Für einige schreckliche Sekunden bewegte sich das Shuttle hin und her, wie bei einem schlechten Wiedereintritt in die Atmosphäre. Doch als das Rütteln vorbei war, öffnest du deine Augen und es folgte eine eigenartige Ruhe. Dann lachtest du nur. Du bist immer noch hungrig. Baby ist immer noch draußen auf einer Expedition. Die ist am Verhungern, sorgt dafür, dass sie gut ist. Okay, also sie braucht was zu essen. Immer noch zwei, wir ist immer noch gut. Captain, ich habe etwas Interessantes auf der Oberfläche des Planeten gefunden. Sieht so aus, als hätte jemand seine Zeit damit verbracht, eine Riesenversion von 3 Gewinn zu spielen, auch wenn das Spiel nie beendet wurde. Die Spielsteine bestehen aus Mineralien, die wir verwenden könnten. Ich bin normalerweise keine, die anderen gerne den Spaß verdirbt. Keine? Wer jetzt ist denn sie? Aber bei dem Spielstand steht der Gewinner ja ohnehin schon fest. Es wird sie also sicher nicht stören, wenn wir das ein oder andere O oder X zerstören. Sollen wir so frei sein und die Teile als Ressourcen verwenden? Machen wir. Ich glaube nicht, dass sie einer beschwert. Ich hoffe, dass sie auf dem Planeten keiner beschwert. Sagen wir es mal so. So, aber es sind eh alles Roboter. Dann werden die Steine egal sein, wer der Fall ist. Hoffe. Immer rausgegangen. So. Macher kennen wir nix. Immer. Nächster Doc. Tag 30.
Der Abbau des übergroßen 3-Gewinnspiels war ein voller Erfolg. Wer auch immer es hinterlassen hat, war nirgends zu sehen und du bist mit einer deftigen Ladung Mineralien zurückgekehrt. Plus 20 Mineralien. Sie waren zwar etwas schwer zum Schiff zu tragen, unter anderem wegen ihrer gigantischen Größe, aber sonst lief alles reibungslos. Es wird ihnen eine Lehre sein, ihre Spielsachen nicht auf dem Boden bzw. auf der Planetenoberfläche liegen zu lassen. Ich bin mir sicher, es macht niemandem etwas aus. Baby ist immer noch draußen auf einer Expedition, du bist am Verhungern, Captain, isst besser etwas und zwar schnell, die fragt nach mehr Rationen. Captain Didi ist gelangweilt. Wirklich gelangweilt. Sie will ihn nicht stören, deshalb jammert sie nicht. Stattdessen seufzt sie laut, während sie ihren Blick schweifen lässt. Wenn du sicher bist, dass sie nichts kaputt machen wird, könntest du sie motivieren, mit irgendwas an Bord herum zu hantieren. Vielleicht würde sie dem schwarzen Loch der Langeweile damit entkommen. Erstmal haben wir nicht, soll das Artefakt nehmen. So. Dann. Tag 31. Aber warte mal. Was super. Das schaut so dürre aus, wollte ich gerade sagen. So. Tag 31. Ist er wieder da? Auch nicht. Oh oh. Oh weh, oh weh. Du drücktest Didi das Artefakt in die Hand und sie war dankbar. Sie erzählte dir, dass es sie an das Maskottchen ihrer ersten Eiskunstlaufmannschaft erinnerte. Das Artefakt wurde zu Didis nachmittäglichen Bastelprojekt und sie brachte es brandneu funkelnd zurück. Es sieht deutlich besser aus als vorher. Didi ist immer noch hungrig, du wirst langsam ziemlich hungrig, Captain. Ah, verbessertes, oder? Besonderes? Jawohl. Dann. Ich muss hier nochmal schnell, sorry. Überprüft das SOS-Signal der Fertigungsstraße. Und sende 3 erfolgreiche Expeditionen in eine fremde Welt. Naja, das könnte eh schon fertig sein dann. Entscheide dich. Außer, der kommt nicht zurück. Kannst du meine Zähne klappern hören, Captain? Natürlich nicht, denn ich bin ein Computer und habe keine Zähne. Ist doch klar. Leider muss ich dir aber mitteilen, dass das Wärmemodul in einer Kühlungsschleife steckt. Wird schon sehr bald sehr kalt werden. Mein Vakuumschläuchen wird nichts passieren, aber du solltest dich vor dem Erfrieren schützen, Captain. Rüstung haben wir nicht da. Nehmen wir mal das Feuerzeug. Den Haufen Papier, da kann man bestimmt ein kleines Lagerfeuerchen irgendwo machen im Eck. Gut, Tag 2 und hungrig, oder? Tag 32. Wie weit wir kommen. Ja, er ist wieder da, Gott sei Dank. Ziel erreicht, entsende 3 erfolgreiche Expeditionen in eine fremde Welt. Das Wärmemodul wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und läuft auf der tropischen Einstellung, Captain. Vorschlag, warum machen wir aus dem Feuerzeug kein Wärmemodul-Bereitschaftssystem? Es hat heute funktioniert und das wird es wieder. Baby ist von seiner Expedition zurückgekehrt. Er ist völlig erschöpft, ausgehungert und ziemlich angespannt bei uns aufgetaucht. Dein Besuch im Museum war pädagogisch wertvoll. Wusstest du, dass die Einwohner dieses Planeten in Wahrheit von einer anderen Rasse, die vorher hier gelebt hat, erschaffen wurden? Fragst du dich nicht, was mit ihnen passiert ist? Einige unglaublich gewaltsame Bilder und Aufzeichnungen haben Baby so sehr schockiert, dass er davor zurückgewichen und dabei gestolpert ist. Der Sturz war wirklich schmerzhaft. Baby konnte aus einem Mülleimer hinter dem Museum einige Ressourcen erbeuten. Hey, verurteile ihn nicht, er scheint stolz zu sein. Plus 33 Mineralien. Ein Mitarbeiter aus dem Souvenirladen des Museums hat bemerkt, wie sich Baby eine uralte Feuerwaffe angesehen hat. Der Roboter hat ihm gesagt, dass er sie ruhig umsonst mitnehmen kann, weil er sie vielleicht eines Tages brauchen wird. Wie unheilvoll. Verheimlichen diese Roboter irgendetwas? Plus Waffe. Dieser Ausflug war definitiv lehrreich. Es ist eindeutig erkennbar, dass die Geschichte des Lebens auf diesem Planeten organisch wie auch anorganisch weiter als die Geschichte der Menschheit zurückreicht. Ich fand es besonders interessant, dass hier anscheinend einst eine andere Zivilisation existiert hat, bevor die Roboter die Kontrolle übernommen haben. Dein Magen fühlt sich ziemlich leer an, Captain. Baby bleibt dein Freund. Baby ist am Verhungern, ohne Suppe wird er nicht überleben. Baby wirkt schwach, sein Leben steht auf dem Spiel, Captain. Denk darüber nach, den Erste-Hilfe-Kasten mit ihm zu teilen. Wenn du dieses Besatzungsmitglied nicht verlieren möchtest, wieso das? Was ist mit dem passiert? Irgendwie stürzt oder was? Baby ist nach seiner Erkundungstour erschöpft. Er wird sich eine Weile ausruhen müssen, bevor er das Shuttle wieder verlassen kann. So, du kriegst jetzt erstmal eine Suppe.
echt eine erste Hilfe. Also jetzt kriegst du erstmal eine Suppe. Schauen wir mal. Hörst du das, Captain? Klingt wie Moskitos. Es sind Moskitos. Siehst du da? So schnapp ihn dir. Moment mal, das sind keine gewöhnlichen Insekten. Das sind Roboter, wie außergewöhnlich. Die Dinger sind genauso nervig wie die echten, aber wenigstens scheinen sie kein Blut zu saugen. Vorsichtshalber sollten wir sie aber beseitigen, bevor sie doch noch Geschmack an dir finden, Captain. Nehmen wir doch mal die Rüstung her. Hätten wir wieder einen Kommunikator brauchen können. So noch einbauen sollen. Wie war denn das eigentlich? Energie sammelt sich, aber halt immer nur einer am Tag. Was brauche ich da? 60. Oh. 60 ist noch ein langer Weg. Noch viele Tage. Okay, naja gut, aber wir haben ja eh fast alles eigentlich. Wir haben alles. Wieder noch was? Eigentlich haben wir so ziemlich alles. Pistole haben wir so gekriegt. Da hat der jetzt der seine Suppe, oder? Ja, Suppe hat er. Ja, jetzt schauen wir mal nach der Suppe. Schlafen. Fühlt er sich bestimmt schon wieder besser. Gut, würde ich sagen. Jetzt aber nochmal schauen, dass die wirklich nur hungrig sind. Dass wir da ein Drama haben. Ich meine, einfach mal einen Tag war jetzt. Tag 33. Du hast einen kreativen Weg gefunden, um mit dem Schwarm mechanischer Moskitos fertig zu werden, der sich auf unser Shuttle gestürzt hat. Du ziehst deine Rüstung über, provozierst deine Moskitos und siehst zu, wie sich einer nach dem anderen seinen spitzen Saugrüssel verstaucht. Rüstung, Effekt, okay. Das war den Städtern und Stechmücken eine Lehre und sie verließen frustriert das Shuttle. Seitdem wurde keiner mehr gesehen. Ob sie auch andere Moskitos vor uns gewarnt haben, dann wären wir sie wohl ein für alle Mal los. Dein Magen fühlt sich ziemlich leer an. Didi ist immer noch deine Freundin, Baby ist immer noch nicht ganz gesund, du bist wirklich stolz auf dich, Captain. Didi ist am Verhungern, sorgt dafür, dass sie gut isst, Baby hat sich ausgeruht, Baby ist hungrig. Er ist immer noch schwach. Er schaut ein bisschen ungesund aus, vielleicht sollte ihn wirklich ihn. Naja, jetzt lass mal mal einfach nur so ein bisschen ruhig. So, einmal Suppe. Waren es wieder 9. Alarm! Kaffeekochende Bots stehen dampfend vor der Tür. Sie verlangen, dass ihr ihren Anführer einlässt. Captain, ich glaube, sie meinen mich. Ich kommuniziere manchmal mit ihnen. Wir sprechen über Dinge, die du nicht verstehen würdest. Zum Beispiel über Defragmentierungsprobleme oder über das Gefühl, wenn man mal so richtig abgestürzt. Ich habe ihnen gesagt, dass ich mich nicht mit ihnen treffen kann wegen dir. Sie haben das irgendwie missverstanden und denken jetzt, dass du mich gefangen hältst. Hätte mich wohl klarer ausdrücken sollen. Was willst du jetzt tun? Au weh. Beine in die Hand nehmen und laufen. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Clever. Probieren wir es mal mit clever. Ich hoffe, das funktioniert. Werden wir gleich feststellen. Herstellen. Ah nee, reparieren müssen wir die Rüstung. Jetzt sind Chemikalien. Alles für Reparaturen drauf anstatt für Suppen. Und noch zwei Sachen, ein Kommunikator und Suppe. Na gut, Tag 34. Captain wieder hungrig. Wütende Kaffeekochende Bots standen vor der Tür. Du und die Besatzung gab vor, euch lautstark über die beste Kaffeekochmethode zu streiten. Von eurem angeblichen Fachwissen verunsichert gaben die Bots schließlich zu, Kaffee noch nicht einmal probiert zu haben. Peinliche Pause. Schließlich sahen die Bots ein, dass du kein Tyrann warst und gaben klein bei. Als dann eine Meldung über eine fehlerhaft bediente Espressomaschine eintraf, dampften die Bots wieder ab. Baby ist immer noch dein Freund. Baby ist immer noch nicht ganz gesund. Reparatur abgeschlossen, neuer Gegenstand verfügbar. Rüstung, du bist am Verhungern, Captain. Isst besser einen ab und die beschwert sich über einen leeren Magen. Also jetzt eher essen. Und es noch 8 Suppen. Jetzt müssen wir mal langsam schauen. Sollen wir doch mal ein paar Suppen produzieren? Oh,
Captain, wir haben ungebetenen Besuch. Eine Horde Roboter-Pinguine hat das Shuttle vollständig umzingelt. Sie wirken feindselig, aber wer weiß, vielleicht schwingen sie die Messer aus einem anderen Grund. Das sind Gartenpinguine, Captain. Die Art billige Dekoration, die ein reicher Roboter in seinen Vorgarten stellen würde. Alle ihre Computer wurden von einem mordlustigen Virus angegriffen. Was wirst du mit ihnen tun? Nehmen wir mal das Artefakt. Geben wir ihnen was zum Huldigen. Keine Ahnung. Nehmen wir es einfach mal. Er kriegt was zu essen, ja, der kriegt was zu essen. Suppe produzieren wir, glaube ich, auch, oder? Also nein, das obere wäre, wenn dann. Das obere wäre, wenn dann Expedition. Könnten wir eigentlich auch mal wieder. Ist gut benannt, oder? Ach so. Weil. Oh! Neues dazugekommen. Fertigungsstraße. Ah, da muss ich hin, oder? Fäkalien und Klebeband gab es dann nochmal. Aber da hieß es doch irgendwie, da soll ich hinschauen. Ja, Didi. Oh, sehr beweglich. Mit Rüstung und Gasmaske. Die Richtung war, glaube ich, einfacher. Ich hoffe, das reicht. Bauen Biohazard, oder? Sollte es doch eigentlich sein. Hoffe ich. Ich hoffe, das reicht so. Weil die Waffe wäre vielleicht sogar geschickter, oder? Ja. Immer die Waffe. Gasmaske und Waffe, okay. Ja. Du. Christoph, kriegst du jetzt echt das Medikit? Was? Ah, okay, das ist das. Das ist ja. Also, dann machen wir jetzt Suppe. Ja, machen wir lieber erstmal Suppe. Und Tag 35. Du hast Baby bei der Hand genommen und das Artefakt über deinen Kopf gehalten. Dann bist du voller Zuversicht in die Ansammlung der Gartenpinguine gelaufen, die das Shuttle umstellten. Der heilige Firlefanz befiehlt euch, diesen Ort zu verlassen, sagtest du. Die Gartenpinguine starrten dich durchdringend mit ihren roten Augen an, schließlich ließen die kleinen Dekoroboter ihre Messer sinken und watschelten weiterhin starrend rückwärts davon. Ihr hattet so viele Fragen und an Schlaf war nicht mehr zu denken. Dies war ein Ausflug zur Fertigungsstraße in einem der Gebäude aufgebrochen, um nach Vorräten zu suchen. Du bist immer noch hellwach. Herstellung abgeschlossen, neuer Gegenstand verfügbar, Suppe. Du solltest dich vielleicht um ein paar Rationen kümmern, Captain. Baby fühlt sich heute besser, er ist nicht mehr schwach. Ach nee. Mag vielleicht am Medikit liegen. Egal. Machen wir mal, dann ist 3 Tage das Ding besetzt. Sir, Baby Bronco ist schon den ganzen Tag über schlecht gelaunt. Du willst wissen, was mit ihm los ist, Captain? Sagt Baby. Keiner nimmt mich ernst. Alle mögen mich nur wegen meiner Muckis. Wenn ich mal ein Kompliment kriege, dann für meine Muckis. Meine Eltern haben immer gesagt, dass ich die Schwierigkeiten nicht wert bin, durch die ich mich immer boxe. Jammerte er. Bin ich wirklich ein Klecks? Ich meine, ein Klotz am Bein? Deine Einschätzung, Captain. Nein, so nicht. Du bist vielleicht nicht die Intelligenzbestie, aber du bist stark. Solange wir uns zusammentun. Kriegen wir das schon. Als Baby eine Sinnkrise hatte, hast du ihm versichert, dass er kein Klotz am Bein sei. Du hast ihm gesagt, dass seine Muskeln zwar hilfreich sind, aber sein Charakter und seine Leidenschaft ihn zum Liebling des Teams machen. Sehr taktvoll, Captain.
Babys Augen füllten sich mit Tränen. Du bist der Papa, den ich mir immer gewünscht habe, Captain, seufzte er. Meine Eltern waren nie gut zu mir. Ich bin nur hier, weil Mama und Papa Bronco mich bei den Cops verpfiffen haben. Sie haben mich im Knast gelassen. Haben gesagt, dass ich nicht ihr Sohn wäre. Ihr wurdet von euren Gefühlen übermannt und Bronco lehnte seinen massiven Schädel gegen deine Schulter. Das Gefühl, jemanden oder etwas zu beschützen, war dir vollkommen neu. Captain, das SOS-Signal, das wir vor einiger Zeit empfangen haben, ist immer noch stark. Aber ich kann nicht vorhersagen, für wie lange. Ich rate dir, bald Maßnahmen zu ergreifen, wenn du an der Quelle interessiert bist. Wenn du die Quelle des SOS-Signals untersuchen möchtest, empfehle ich dir, während deiner nächsten Expedition beim alten Fließband vorbeizuschauen. Die ist immer noch draußen auf einer Expedition. Baby ist in dich verliebt. Was? Baby ist am Verhungern, er sollte auf jeden Fall etwas essen. Was? Seelenverwandt. Alter, du bist ein... Sorry. Das funktioniert nicht. Das ist nicht mein Weg des Lebens. Ein netter alter Mann, der aussieht wie Charles Darwin, klopft höflich an unsere Hauptschleuse. Du lässt ihn hinein, er gibt dir die Hand und lässt sie mit seinem eisernen Griff nicht mehr los. Die Technologie hält die Evolution auf. Sowjetische Wissenschaftler wollen, dass unsere Spezies stark bleibt und haben deshalb mich geschaffen, der natürliche Auslesebot. Er behauptet, es sei nur zu deinem Besten. Genau das sagte auch der Zahnarzt immer. Dem hast du auch nicht geglaubt. Du hast mich hineingelassen, trotz der Warnsignale. Nun stelle dich deinem Weltraumfeind, Mensch. Da hat er nicht ganz Unrecht, Captain. Nur ich glaube, das besprechen wir lieber später. Verteidige dich. Nur noch mal die Schaufel her. Luft, das reicht. So, der kriegt was zu essen, ja. Ist nur hungrig, passt. Es dauert noch 2 Tage. Auf geht's zu Tag 37. Oh je. Ein feindlicher, von den Sowjets geschaffener Darwin-Androide hielt dich in seinem Griff fest. Eine Schaufel ist mächtiger als das Schwert, riefst du zu dessen Überraschung und erklärtest, dass es beim Überleben um Zusammenarbeit geht, nicht die Stärke des Einzelnen. Ich habe dich aufgenommen und du hast mich angegriffen, als ob du gegen das Gemeinwohl wärst. Bist du etwa ein schlechter Kommunist, spottest du? Schaufel kaputt. Der Angreifer zögerte. Du hast ihm befohlen, die Worte, ich werde nicht jagen, ohne zu denken, in den Boden zu graben. 100 Mal. Was? Angriffe zu... Du hast ihm befohlen, die Worte, ich werde nicht jagen, ohne zu denken, in den Boden zu graben. 100 Mal. Ah, jetzt hat... Sorry. Wie ein gescholtenes Schulkind nahm der Angreifer die Schaufel und machte sich an die Arbeit. Er verschwand nach der 73. Zeile aus der Reichweite meiner Kameras und seitdem habe ich ihn nicht mehr erblickt. Du bist immer noch fit im Kopf. Didi erkundet draußen die Umgebung. Baby ist hungrig. Captain alarmiere nicht Baby, aber etwas ist auf uns gelandet. Es scheint eine Art Druide zu sein. Er hat sich gerade aktiviert. Er trägt einen eingesponnenen Sack mit Treibgut auf seinem Rücken, Metallschrott, Pflanzenteile und andere Kuriositäten. Einschließlich etwas, das aussieht wie ein Schädel. Er streckt sich, um die Luftschleuse zu öffnen. Soll ich die äußere Schleusentür sichern und dem Roboter den Zutritt verwehren? Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn ich den reinlasse. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch genau der, den ich brauche. Aber nee, ich sollte ja das Laufband da kommen. Ja, mach mal. Hey, mach die Tür zu, bevor der Captain tot ist. Ist besser so, glaube ich. Also, das war nur ein Tag. Hi, Servus. Danke fürs Neischauen. Ja, ich glaube, ist besser so. Ich glaube es. Hi, Emmerdeed. Na, no, alles klar bei dir? So, was war hier einer am Verhungern? Nee. Ich hoffe, das ist richtig, dass ich da die Schleuse zumache, aber werden wir gleich rausgehen.
Geht schon. Naja, geht schon, dass ich nicht so überzeugen kann. Ziel erreicht, überprüft das SOS-Signal der Fertigungsstraße. Nachdem ich die Luftschleusentür gesichert hatte, hämmerte der unheimliche Druide außen für eine Weile auf den Rumpf. Dann lehnte er sich mit geweiteten Binokularlinsen gegen seinen Sack des Reckens, streckte seine winzigen, krummen Arme aus und begann mit unglaublicher Kraft gegen die Tür zu drücken. Ihr beide habt euch mit dem Rücken gegen das Metall gestemmt, um es geschlossen zu halten. Schließlich gab der Roboter auf und schlitterte in die Richtung davon, aus der er kam. Doch nicht bevor euch beiden die Energie ausging. Ihr müsst etwas essen. Lili ist von ihrer Reise zur Fertigungsstraße zurückgekehrt. Juhu, sie sieht etwas erschöpft aus. Außerdem wirkt sie etwas hungrig und aufgewühlt. Sie sagt, dass die Fertigungsstraße etwas unheimlich ist. Niemand geht mehr dorthin. Es scheint, als würden die Roboter nicht mehr in dieser Stadt hergestellt werden. Der Ort war staubig und voller giftiger Gase. Lili ist mit der Maske etwas zu grob umgegangen. Sie hat ziemlich gelitten. Lili hat eine Flasche mit einem merkwürdigen Inhalt mitgebracht. Ich bin mir sicher, dass wir dafür Verwendung finden werden. Juhu, Chemikalien. Sehr gut. Während er die oberen Ebenen der Fertigung durchforstete, fiel Didi ein leises Piepen auf. Sie folgte ihm nach unten in einen staubigen, überladenen Keller und entlang der deaktivierten Fertigungsstraßen zu einer entfernten Ecke des Raumes. Das Piepen hörte auf, sobald sie sich einem rostigen Körper eines alten, kopflosen Roboters näherte. Daneben war ein kleines, halbzerlegtes, roboterhaftes Tier. Es musste eine Art Mechatier sein, das die Roboter produzierten, um ihnen Gesellschaft zu leisten. Und dieses sah sehr nach einem Hund aus. Ein Chihuahua, um genau zu sein. Didi brachte den kaputten Robohund zum Schiff. Ich bin mir nicht sicher, warum. Er ist deaktiviert und sieht aus wie ein Haufen Müll. Wenn du keinen Weg findest, ihn zu reparieren, ist er nur Gerümpel. Ich nehme an, du kannst ihn als Briefbeschwerer verwenden. Die Tatsache, dass man hier draußen Suppe finden kann, wird mich immer wieder aufs Neue beeindrucken. Wie dem auch sei, Didi hat dort draußen Suppe gefunden. Plus drei Suppe. Meine Fresse, wie viel Text ist denn das? Didi sagt, dass die Fertigungsstraße aussieht, als wäre sie seit Jahrhunderten nicht aktiv gewesen. Warum haben sie ihr Bevölkerungswachstum gestoppt? Das ist aber eine schön verpackte Kiste, Captain. Was ist das überhaupt? Ein Erste-Hilfe-Kasten? War der die ganze Zeit schon hier? Plus Erste-Hilfe-Kasten. Habe ich den nicht gerade... Ich habe doch gerade einen gemacht, oder? Didi ist immer noch hungrig. Baby betrachtet sich immer noch als einen Freund von dir. Baby glaubt weiterhin, dein Seelenverwandter zu sein, Herstellung abgebrochen, Ressourcen zurückgestattet. Plus 10 Chemikalien. Ah, okay. Dann habe ich den gekriegt und habe meine Chemikalien dafür. Ist auch okay. Du bist am Verhungern, Captain. Ist besser etwas und zwar schnell. Wir wurden auf unserer letzten Expedition verfolgt. Wir können nicht sagen, von wem oder was. Didi ist wirklich müde. Baby ist am Verhungern. Kannst du ihm nicht seine Portion Suppe verschaffen? Okay. Moment, halt, da war noch irgendwas. Das blinkt hier. Ich überprüfe das SOS-Signal der Fertigungsstraße, okay. Naja. Passende Reparatur nötig. Ich den reparieren. Die Schaufel. Die können wir trotzdem auch reparieren. Schadet nicht. Dann geht's weiter. Draußen zieht eine Roboterstadt vorbei. Was? Ah, ja, Starlight City ist mobil. Sie schwebt über der Schattengrenze, die auf diesem Planeten Tag und Nacht trennt. Die Stadt hat sowohl eine Tag- als auch eine Nachtseite und bezieht ihre Energie zu 100% aus Sternenlicht. Die Roboter der Stadt sind den anderen Robotern dieses Planeten technologisch weit überlegen. Vielleicht können sie uns helfen. Einer von euch könnte Starlight City einholen, wenn er sich beeilt. Wer soll es versuchen? Wer war denn jetzt hier flink? Beweglichkeit wendig, geschmeidig, passabel. Ich glaube, dann nehmen wir wendig. Ich glaube, sie war 3, wenn ich mich nicht irre. Beweglichkeit. Glaube ich. Ich hoffe es. Echt nicht mehr, was da was war. Aber sollst du die riskieren? Das ist die flinkeste. Aber wahrscheinlich stolpert sie über ihre eigenen Füße. Ach, die ist müde. Dann musst du nur einen Tag länger müde sein, ist dein Schicksal. So, Hunger, warte, der war am Verhungern. Ja, du kriegst ja schon eine Suppe. Du hast auch eine, okay. Uiui. Ganz schön Suppe. Ich will jetzt da was Eier reparieren, da mal da.
Der muss erstmal was essen. Ja, mal. Tag 39. Die schwebende Roboterstadt hatte sich verlangsamt, damit Didi aufholen konnte. Die Roboter gaben ihr Sauerstoff und bestanden darauf, ihr Geschenke zu machen. Ach, sie waren so schrecklich freundlich. Die Roboter von Starlight City sorgten sich, dass Dir auf solch einer steinigen, leeren Welt hungrig werden könnte. Dass Dir auf solch einer steinigen, leeren Welt hungrig werden könnte. Das ist ja mal ne... Okay. Also gaben sie dir Suppe, um deinen Magen zu füllen. Nur Suppe. Didi ist immer noch hungrig. Baby ist immer noch dein Freund. Reparatur abgeschlossen, neuer Gegenstand verfügbar, Schaufel. Du wirst langsam ziemlich hungrig, Captain. Didi hat sich ausgeruht, Baby fragt nach mehr Suppe. Ein komischer Satzbau. Captain, es nähert sich ein riesiges Konstrukt unbekannter Herkunft im Shuttle. Es ist weder Tier noch Roboter. Es besteht aus beweglichen Kristallgittern wie ein gigantischer Kristallosaurus. Autsch, das hat wehgetan. Der Kristallosaurus ist in das Shuttle gekracht und kratzt gerade den Rumpf auf mit seinen Krallen. Seinem Hintern? Man weiß es nicht genau. Ich glaube, er versucht, unsere Mineralien zu extrahieren. Captain, wie willst du diesem Wahnsinn ein Ende bereiten? Eine Pistole, was anderes haben wir nicht. Oder was anderes geht dann nicht zum Auswählen, sagen wir es mal so. So, der ist nur noch hungrig, du bist auch nur noch hungrig. Das heißt, dann könntest du eigentlich auf Expedition gehen. Hört sich so komisch an irgendwie. War auch Radioaktivität, Chance auf. Warte mal, war da nicht irgendwie die Maske defekt? Okay, dann kann ich nichts mehr. Auf dem Waffenzeug. Besser geht das jetzt eigentlich schon. Nee. 60. Viel zu viel herstellen. Super. Bevor es uns noch ausgeht, haben wir nur noch 10. Und dann würde ich sagen, ja doch, schicken wir Baby wieder auf Expedition. Dorf und zwar mit Maske und Rüstung. Auf geht's. Aber geht schon, hört sich nicht wirklich überzeugend an, Hämatit. Es ist so ein, naja, muss halt. Sag ich immer so schön. Ist auch nicht besser, aber ja. Man muss durch, oder? Das hilft dir alles nichts. Sei froh, dass du frei gehabt hast, wahrscheinlich. Ja, Bandscheibe ist halt schon übel. Wie gesagt, ich hab's oben im Nacken, glaube ich, 2 oder 3 Jahre lang gehabt. Also jeden Winter wieder, weil im Winter dann schön zusammengezogen und hinten rausgedrückt. Und ja, brauche ich nicht mehr. Ich bin froh, dass ich den Blödsinn hinter mir habe, weil ich jetzt nach Thailand fliege im Winter. Achso, ja genau, das ist ja Bereitschaft. Ja, aber Bereitschaft heißt ja im Endeffekt, du stehst zwar auf, aber du musst ja nur arbeiten, wenn du wirklich abgerufen wirst, oder? Wirst du jeden Tag abgerufen? Weiß ja nicht, wie das läuft bei dir. Aber normal. Bereitschaft ist ja, falls einer ausfällt, so ungefähr, springt mal dein. Jeden Tag, okay. Ja, gut. Wird jeden Tag wer krank oder so. Fernwartung, ja, okay. Gut, dann schauen wir mal einen Tag weiter. Achso, warte. Moment. Jetzt einer am Verhungern? Nee. So, wieso ist. Aber der geht los, oder? Eingestellt ist das.
Biggity. Tag 40. Du hast einen Warnschuss in Richtung der Füße des Kristallosaurus abgefeuert. Es war zwar nur ein Streifschuss, doch er hat Wirkung gezeigt. Der Kristallosaurus ist brüllend davon galoppiert. Der Schuss hat genug Zeug vom Fuß des Kristallosauriers abweggeblasen, um daraus Ressourcen zu gewinnen. Juhu, Mineralien. Plus 20 Mineralien. Baby ist gegangen, um die nahegelegene robotische Siedlung zu erkunden. Hoffentlich wird ihm das keinen Ärger bereiten. Idi betrachtet sich immer noch als eine Freundin von dir. Erstellung abgeschlossen, neuer Gegenstand verfügbar, Suppe. Suppe. Idi ist am Verhungern, sie sollten nicht so lange ohne Essen auskommen müssen. Ist ja gleich ein Süppchen. Bei dir was Neues. Mein Metalldetektor hat ein uraltes robotisches Artefakt entdeckt, das in der Nähe des Shuttles vergraben liegt. Ich weiß nicht, wie das sein kann, aber es ist eine Kaffeemaschine. Eine gute obendrein. Trinken Roboter überhaupt Kaffee? Wie dem auch sei. Die Kaffeemaschine ist nicht besonders tief vergraben. Du solltest sie mit bloßen Händen ausgraben können. Sie sind gut erhalten. Sie sieht gut erhalten aus. Willst du sie bergen? Ja, probieren wir. Du sagst, dass wir das mit den Händen machen können, dann probieren wir das. Wir reparieren jetzt eigentlich den Hund. Ja, ich würde dich gerne reparieren. Du, wow, du. Tag 41. Ziele erneuert. Weitere Infos unter Ziele. Okay. Du grubst die Premium-Kaffeemaschine, die in der Nähe des Shuttles vergraben war, zusammen mit Didi aus. Sie war sogar noch mit Kaffeebohnen gefüllt, die gentechnisch auf den Geschmack von Robotern angepasst waren, der in der ganzen Galaxie als langanhaltend und vollmundig bekannt ist. Die Bohnen sahen immer noch prächtig aus. Aus der Kaffeemaschine kam nicht weniger als der beste Kaffee, den ihr je im Leben getrunken habt. Ihr saßt stundenlang zusammen und philosophiertet darüber, wie Roboter diese eigentlich den Menschen vorbehaltene Kunst des feinen Lebens derart perfektionieren konnten. Nie sah ich einen Menschen, der aufgeregter war als Didi, als er den köstlichen Kaffee trank. Seit der unverhofften Dosis Koffein ist sie so viel glücklicher. Sie schnüffelte noch stundenlang an der leeren Tasse, bis auch das letzte Kaffeemolekül verflogen war. Du könntest ein paar Rationen vertragen, Captain. Didi fragt nach mehr Suppe. Ist aber nur hungrig. Die ist auch nur hungrig. Also. Deine Versuche, den Roboterhund zu reparieren, der am alten Fließband gefunden wurde, waren bisher ein ziemlicher Krampf. Du hast den ganzen Morgen mit diesem losen Kabel herumgespielt. Kann es entfernt werden? Wo führt es hin? Und was bewirkt es überhaupt? Es ist bereits ein paar Tage her, seit du dieses glücklose Kabel gefunden hast, das aus dem komplizierten Innern des Robohunds herausragt. Du hast dir unzählige Male den Kopf darüber zerbrochen, bist aber kein bisschen schlauer. Sicher ist es wichtig, oder? Wenn das Ding aktiviert ist, bringt es vielleicht eine Zeitung und Talschuhe. Vielleicht ist es für das Bellen mitten in der Nacht verantwortlich. Was auch immer es ist, es muss wichtig sein und du musst einen Weg finden, die Verbindung des Kabels wiederherzustellen. Irgendwie, egal wie. Verbindung des Kabels. Das machen wir doch mit Klebeband. Hat ihr jetzt so. Probieren wir das einmal zumindest. So, das hilft alles nichts. Eigentlich dachte ich heute noch durch bis um 6, aber ich heute nicht durch bis um 6, ich muss jetzt dann echt schnell bisseln gehen. Was mir dort reißt. Bis gleich. Tag 42. Der Hund ist drin.
Und Reh. So, trinken. So. Ziel erreicht, repariere den Roboterhund. Während du den Kabelsalat im Innern des Roboterhundes erkundet hast, hast du eine leere Steckdose gefunden, die dem Stecker sehr ähnlich war. Sehr ähnlich, aber keine exakte Übereinstimmung. Du hast den Draht in die freie Verbindung gedrückt und mit Klebeband gesichert. Ich kann nicht sagen, dass ich deine Methoden gut finde, aber zumindest baumelt das Kabel nicht mehr herum. Die beschwert sich noch immer über den Mangel an Rationen. Du bist am Verhungern, Captain. Ist besser etwas und zwar schnell. Moment mal, was? Blinkt doch schon wieder irgendwas. Okay, das war das neue Ziel, ist aber auch schon wieder erledigt. Na dann, schauen wir mal. Ich bin eine Maschine und Maschinen können keine Stimmen hören. Die Stimmen, die ich gerade nicht hören kann, werden ja doch immer lauter. Oder hörst sie also auch? Meine Gewichtssensoren erfassen auch etwas. Eine zweidimensionale Spezies, das erklärt, wieso meine Kameras sie nicht erkannt haben. Ziemlich tückisch. Mit einem entschlossenen Schrei kommen die Stimmen rasant näher. Die Luft innerhalb der Tür sieht ziemlich leer aus, doch plötzlich auch ist das feindlich. Wie wirst du uns verteidigen, Captain? Probieren wir es mit... Gib mir die Schaufel. Lieber die Schaufel. Ich denke, der ist repariert. Ah, jetzt nur eine normale Reparatur, oder was? Aber das kann ich auch nicht hier. Hm, komisch. Suppe haben wir denn noch? 10. Naja, das Ding ist auf Expedition. Zu einem neuen Ort. Theoretisch bringt da auch wieder Nummer 3 mit. Ja, kommen wir schon noch ein bisschen. Der? Oh, da war Suppe. Du bist nur hungrig. Dann die Sonne. Auf zu Tag 42 oder 43 oder so. 43. Eine zweidimensionale Spezies ist in unser Schiff eingedrungen. Ihr habt euch einer unsichtbaren und doch tödlichen Bedrohung gestellt. Wie ein Gerücht auf dem Aktienmarkt. Idi und du grifft blindlings an, stampfen und schaufeln wie eine Inszenierung zum Thema Schneeräumung. Ihr habt zusammengearbeitet und euch gegenseitig vertraut und nicht euren Augen. Ihr habt eure Angst, Unsicherheit und sogar euren Hunger vergessen. Nur die Pantomime verblieb. Bald wurden die zornigen Schreie zu qualvollem Gekreische und die unsichtbaren Angreifer wurden alle verscheucht. Glückwunsch, ihr fährt eine grandiose Putztruppe. Du scheinst nicht mehr am Verhungern zu sein. Didi ist nicht mehr hungrig. Okay, die sind nicht mal mehr hungrig. Ja, auch nicht. Okay. Interessant. Eine robotische Nomadenfamilie hat sich in der Nähe niedergelassen, Captain. Der Älteste wünscht, mit dir und Didi zu sprechen. Meine Scans zeigen keine Anzeichen auf Waffen, nicht mal spitze Stöcke. Wie willst du dich ihnen nähern? Beweglich. Ja, was mit beweglich? Wird schon schief gehen. Wird. Ich ziehe jetzt selber noch ein Süppchen. Man weiß ja nie. So, Moment. Du bist... Ne, ihr seid beide nicht mehr am Verhungern, gell? So war das. Oder beide nicht mal mehr hungrig. Oh, das Ding ist wieder da. Du und Didi sprinteten fröhlich in das Roboterlager, aber die Nomaden dachten, sie würden angegriffen und blieben in ihren improvisierten Hütten, bis ihr verschwunden wart. Auf dem Heimweg fragte sie dich, ob eine friedliche Herangehensweise nicht doch besser gewesen wäre. Am nächsten Morgen aber war die Nomadenfamilie verschwunden. Baby kam aus dem nahegelegenen Roboterdorf zurück. Die Ortschaft ist nicht gerade groß, höchstens ein paar Straßen und ein paar Dutzend robotische Familien, die allesamt friedfertig sind. Wie dem auch sei, der Zustand von Baby ist etwas fragil. Er ist halb verhungert und sein psychischer Zustand ist fragwürdig. Baby ist durch merkwürdige, übelriechende Abgase von irgendwelchen Maschinen gegangen. Die Filter der Maske waren komplett mit einem schwarzen, schmierigen Film bedeckt. Git. Maske beschädigt. Baby hat einige kleine, staubige Felsen und sogar einige Edelsteine hinter den Roboterhäusern gefunden. Juhu, Mineralien.
Die Bewohner des Dorfes waren so freundlich, Baby den Weg zu den Bombenkratern und der Roboterstatue zu erklären. Baby hat bei der Expedition einen funktionierenden Kommunikator gefunden, ein Glücksfund Astrobürger. Wer hat all diese Dosen so weit von der Erde verstreut? Komisch, wie dem auch sei, Baby hat uns Suppe mitgebracht. Baby war vor diesem Ausflug angenehm überrascht. Die Roboter waren vielleicht etwas mehr des... Was? Die Roboter waren vielleicht etwas mehr Distanz als nötig, aber freundlich sind sie trotzdem. Das sind gute Nachrichten. Didi bleibt deine Freundin. Baby glaubt immer noch, dein Seelenverwandter zu sein. Baby beschwert sich noch immer über den Mangel an Rationen. Herstellung abgeschlossen, neuer Gegenstand verfügbar, Suppe. So wie es aussieht, ist Baby übergeschnappt. Eine Sockenpuppe könnte jetzt helfen. Baby ist wirklich müde. Naja, hört ein bisschen durch den Wind aus. Dann los, mein Junge. War die Einsamkeit nicht gut für dich? Hungrig ist er nicht, oder? Ja, hungrig, aber nicht am Verhungern. Ich habe nichts zu berichten, Captain. Meine Empfehlung wäre, Captain, würde es dir etwas ausmachen, beim Gehen deine Hand vor den Mund zu halten? Ich dachte, du hättest heute Nacht gut geschlafen. Moment mal, könnte das hier Langeweile sein? Ja, ich habe gehört, dass ihr Menschen in eurem Leben Begeisterung benötigt, um richtig zu funktionieren. Wie eigenartig. Captain, du sitzt in einem hochmodernen Weltraumshuttle und treibst durch die Tiefen des Kosmos, der voll Wunder und Geheimnisse steckt. Kannst du dir wenigstens so tun, als würdest du dich amüsieren? Ja, dann nehmen wir halt das Handbuch. Die Sockenpuppe schon gerade in Schlag ist. Reparieren. Ja. Hätte eh repariert. Gut. Und. Hört euch erst? Ne, ihr seid immer nur beide. Super happy dann. Tag 45 oder so. Ah, der sieht wieder gesund aus. Gestern begann der Tag ziemlich schleppend, aber du konntest ihm eine Wendung zum Positiven geben. Indem du dein Astrobürger-Handbuch durchblättert hast auf der Toll... Ich meinte, in der Luftschleuse. Dort hast du ein paar Übungen gefunden und beschlossen, sie auszuprobieren. Du hast den ganzen Nachmittag Kampelmänner gemacht. Was für ein Spaß. Aber was wichtiger ist, es war gesund. Du fühlst dich jetzt viel besser. Baby ist immer noch dein Seelenverwandter. Reparatur abgeschlossen, neuer Gegenstand verfügbar, Maske. Didi beschwert sich über einen leeren Magen. Baby ist wieder vernünftig. Baby hat sich ausgeruht. Baby ist hellwach. Du kannst dich darauf verlassen, dass er hier jetzt viel produktiver ist, zumindest für eine Weile. Captain Thompson, zwei Roboter meandern in unsere Richtung. Meandern? Okay. Sie schauen sich gegenseitig an und sind wohl irgendwie an den Händen zusammengelötet. Einer der beiden ist ein Riese, der den anderen, viel kleineren Roboter zu tragen scheint. Könnten das vielleicht Vater und Sohn sein? Der größere Droide zieht sein Bein nach, als hätte er nicht genug Energie, um den Kleinen kommen. Und dem Kleinen kommen Rauchwolken aus dem Hintern. Der eine hat eine Stromschnittstelle und der andere eine mundartige Aufnahmeklappe. Was willst du tun? Den Großen aufladen, den Kleinen füttern oder beide ihrem Schicksal überlassen? Na komm, geben wir denen mal Energie. Die sind bestimmt davon, ich hoffe, davon. Ich hoffe, sie tun mir nichts und ich hoffe, sie sind davon begeistert, dass wir ihnen helfen. Ich hoffe es wirklich, dass die uns zerlegen. Dann bauen wir uns doch ein Sockenpüppchen. Noch können wir. Und. Ja, noch gut aus. Tag 46. Du hast eine Batterie organisiert und zu Robo-Papa und Robo-Sohn gebracht, die sich an dem Shuttle vorbeigeschleppt hatten. Sobald du den größeren von den beiden aufgeladen hattest, richtete er sich auf und sprühte nur so vor Energie. Der Riese verbeugte sich zum Dank, hob den schwächelnden kleinen Roboter hoch und rannte los in die Ferne. Wer weiß, auf was für ein Familienabenteuer die beiden unterwegs sind. Didi beschwert sich nur über den Mangel an Rationen, Baby ist weiterhin hellwach, Baby ist am Verhungern, er sollte auf jeden Fall etwas essen. Mhm. Kriegst du eine Suppe?
Baby sieht ziemlich aufgewühlt aus, Captain. Er hält ein kleines Spielzeug in seinen Händen, seinen geliebten Captain Capitalism. Der Kopf ist ab, er heult wie ein Baby, schlossend und erzählt, dass es das einzige Spielzeug war, das er jemals haben durfte. Wenn seine Eltern ihn zur Gewalt angestifteten, hat er sich immer vorgestellt, dass er der Superheld war und sein Opfer ein kommunistischer Spion. Jetzt, wo er älter ist, dämmert es ihm, dass seine Eltern die Bösen waren. Mir würde eine Träne über die Wange kullern, wenn ich Wangen hätte oder Tränen sah. Er fragt, ob du ihm dabei hilfst, seine Superhelden-Actionfigur zu reparieren. Du hast noch nie gesehen, dass er sie freiwillig aus der Hand gibt. Es ist sein Schatz. Was hältst du davon, Captain? Was? Fragt, ob du ihm... Ja, helfe ich. Wir probieren das, Mann. Wir probieren das. Das kriegen wir schon wieder. Irgendwie hin, Alter. Du hast keine Panik. Vielleicht sie noch auf Expedition schicken? Oh, da sind neue Orte dazu gekommen. Ja, schick. Roboterstatue und Bombenkrater. Gehen wir nochmal zu der Roboterstatue, oder? Aus auf Mineralien. Länger einen Tag. Länge 3 Tunnel. Dann gehen wir zur Roboterstatue. Wie immer. Didi. Link. Hohes Gras. Heißt, was brauchen wir da? Schaufel. Keine Ahnung. Feuerzeug und nehmen wir noch eine Rüstung oder so. Cool, nee. Nee. Nimmst die Pistole statt ein Feuerzeug. Mir lieber, ehrlich gesagt. Vielleicht besser. Und verhungern, glücklich. Ruhig. Du kriegst Suppe, du kriegst Suppe. Gut, dann. Next day. Es ist kein Mond. Tag 47. Ja, super. Jetzt, wo ich sie losgeschickt habe. Ziele erneuert. Weitere Infos unter Ziele. Du hattest keine Bedenken dabei, Baby Soviet Vernichtungsfantasien ein und warfst einen Blick auf seine Captain Capitalism Actionfigur. Ihr hocktet euch ein paar Stunden lang in eine Ecke und tauchtet in die Tiefen sowjetischer Geschichte ein. Dann schliefst du in seinen Namen ein. So erholt warst du, seit dem Tod nur knapp von der Schippe gesprungen bist, nicht mehr. In Babys schützenden Armen machtest du deinen Eindruck. In Babys schützenden Armen machtest du den Eindruck, dass du dich geborgener fühlst, als ich es je zuvor bei dir gesehen habe, Captain. Captain, meine Sensoren melden Gruppen mehrerer Individuen, die unser Shuttle regelmäßig umrunden. Das ist höchst besorgniserregend. Du hast alles getan, um das Robotertier zu reparieren, aber sowohl deine Werkzeugauswahl als auch dein technologisches Know-how waren begrenzt. Wenn du diesen traurigen Haufen Schrott der Waage an deinen Hund erinnert reparieren willst, musst du einige nützliche Teile vom Planeten sammeln. Mein Rat ist, die Karte genau zu betrachten und zu überlegen, was du bereits erkundet hast. Ich bin sicher, dass Roboterteile hier leicht zu finden sind, aber einige Orte wie der Friedhof oder das Museum sind sicherlich vielversprechender als andere. Didi ist gegangen, um sich die Roboterstatue anzusehen. Hoffen wir, dass es mehr als eine Sightseeing-Tour ist. Wir können zusätzliche Vorräte immer gebrauchen. Du bist weiterhin auf Zack. Erstellung abgeschlossen, neuer Gegenstand für die Sockenpuppe. Du beschwerst dich zwar nicht, aber ich weiß, dass du hungrig bist, Captain. Baby fragt nach mehr Suppe. Hungrig. Also diese Nacht beginnt gerade interessant zu werden. Du wirst von einem Albtraum geweckt. Während deine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen, bemerkst du plötzlich, dass du nicht allein bist. Du kennst deine Gestalt in den Schatten. Sie bewegt sich nicht, scheint dich aber direkt anzustarren. Du kannst sie nicht einfach ignorieren, Captain. Was wirst du tun? Mach mal ins Licht. Auf der Fackel ist eine Jutta. Können wir so beherstellen? Nee. Lassen wir das mal so. Hungrig, okay. Tag 48. Müsste die ja heute schon wieder da sein, oder? Ja, vielleicht auch morgen.
Es war eine witzige Nacht, Captain. Als du aufwachtest, sahst du jemanden in der Dunkelheit stehen. Die Gestalt bewegte sich nicht und starrte nur. Angsterfüllt hast du dein Feuerzeug gezückt, um den mysteriösen Besucher erkennen zu können. Glaub es oder nicht, dein schlimmster Albtraum entpuppte sich als eine Maske, die an einem Kleiderständer hing. Und du hattest solch eine Angst. Eigentlich ziemlich witzig. Ich bin sicher, wir werden morgen alle darüber lachen. Schau, ich mach den Anfang. Haha. Die ist immer noch unterwegs. Baby betrachtet sich immer noch als einen Freund von dir. Baby glaubt immer noch, dein Seelenverwandter zu sein. Baby beschwert sich noch immer über den Mangel an Rationen. Interessante Neuigkeiten, Captain. Hinter einer der Wandplatten scheint sich ein Hohlraum zu befinden. Vielleicht ein versteckter Raum. Ein geheimes Lager? Es wäre eine Prüfung wert. Wie willst du herausfinden, was sich hinter der Platte verbirgt? Wie immer es mit Stärke. Hungrig oder am Verhungern ist keiner, ne. Gestern habe ich dich auf einen versteckten Raum hinter einer der Wandplatten aufmerksam gemacht. Du hast dein Bestes gegeben, um hineinzukommen, hattest aber keinen Erfolg. Wir werden wahrscheinlich nie erfahren, was sich auf der anderen Seite befindet. Meine Berechnungen belegen, dass die Wahrscheinlichkeit auf einen Schatz wie eine gigantische Suppendose nur 1% beträgt. Mit anderen Worten, definitiv nicht der Mühe wert. Didi hat den Weg von der Robotsstadt zurückgefunden. Sie ist wirklich müde und fragt, ob jemand eine Suppe zum Abendessen aufwärmen könnte. Sie sieht etwas verwirrt aus. Didi hat versucht, auf den Kopf der Statue zu klettern. Dieses Kunstwerk ist Jahrhunderte alt und nicht unbedingt zum Klettern geeignet. Die Rüstung wurde beim Sturz zerkratzt. Didi hat wie immer die Augen nach etwas Brauchbarem offen gehalten und siehe da, sie hat einige bunte Kristalle gefunden. Er hat diese Suppe aus unserem Sonnensystem hierher gebracht. Wie seltsam, wie dem auch sei, Didi hat eine Suppe mitgebracht, plus 4 Suppe. Didi sagt, dass die Statue nach einer langen Zeit voller Gewalt und Krieg aufgestellt worden ist, als die Roboterbürger ihre eigene Gesellschaft gegründet haben. Baby ist immer noch hungrig. Du bist am Verhungern, Captain. Isst bis etwas und so schnell. Didi ist am Verhungern, kannst du ihr nicht deine Portion Suppe verschaffen. Didi ist wirklich müde. Dann schlaf dran mal, Mädel. Könnte gesünder für dich sein. Nein! Eben geklickt. Jetzt wieder zurück, ja. Captain, ein betrunkener Roboter, der nichts als einen Bademantel und Schlappen trägt, ist zum Shuttle gewankt. Er behauptet, sein Name sei Robotski. Und er sei von einer Gruppe nihilistischer Aliens betopft worden, die Kühlmittel auf seinem Teppich vergossen haben. Okay. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Einfach nach Roboter, Nihilisten, beschmutzte Teppiche. Vielleicht solltest du diesem armen Kerl helfen. Er wird sich bestimmt nicht selbst helfen können. Was wirst du ihm geben? Was werde ich ihm geben? Gib dem gar nichts. Wieso soll ich dem was geben? Ja, komm, gib die Atombatterie. Ein bisschen mehr Saft. Ich weiß ja nie. Vielleicht nicht mehr nüchtern. Ist er vielleicht danach wieder nüchtern? GFG. Tag 50. Oh, da sieht er hungrig aus da hinten. Ah, ich habe die Batterie noch. Okay. Du hast Robotski mit der Batterie vollständig aufgeladen, sodass er sich aufmachen konnte, um sich an den nihilistischen Aliens zu rächen, die seinen Teppich beschmutzt hatten. Das mit der Kurz- und Knappheit liegt mir eigentlich nicht so, aber Mann, ihr seid hier echt arm, Mann. Arm der Welt, sagte Robotski und stolperte davon. Du bist weiterhin auf Zack. Ich wünschte, ich wüsste, wo du all diese zusätzlichen Suppendosen herkriegst, Captain. Plus Suppe. Du hast Hunger, Captain. Didi hat sich ausgeruht. Didi fragt nach mehr Suppe. Baby ist am Verhungern. Kannst du ihm nicht eine Portion Suppe verschaffen? Oh, wie kommt der jetzt hier rein? What? Zum Reparieren ist Gott sei Dank nichts. Was macht der hier? Essen? Gut.
Captain, jetzt stecken wir in Schwierigkeiten. Das sind Weltraumpiraten, Captain. Weltraumpiraten. Die waren es also, die uns so lange ausgespäht haben. Sie sind wild, hungrig auf Suppe und können ihren nächsten Raub zu kaum erwarten. Einer von ihnen ist an Bord gekommen. Behaupte dich gegen ihn, Captain. Ich hau ihm das Artefakt um die Ohren. Na, keine Ahnung. Und wenn man es auswählen kann, dann nehmen wir das doch mal. Ich hoffe, das funktioniert. Die Waffe genommen, wenn ich sie nehmen hätte können, aber geht nicht. Wenn du es auswählen kannst, wird schon passen. Sag davon. Können wir gleich feststellen. Ansonsten ist das Spiel jetzt gleich vorbei. Aber ist eh gleich vorbei, weil es ist schon kurz nach 6. Tag 51. Nee, hat geklappt. Auch eine nette Aussage. Nur wenig erschreckt die Leute mehr als einen bekennenden Gläubigen mit einem Artefakt in seiner Hand. Den Angreifern ist das Blut in den Adern gefroren und sie haben sich schnell zurückgezogen. Tolle Neuigkeiten, Captain. Die Weltraumpiraten ziehen sich zurück. Die haben wir aber wohl nicht das letzte Mal gesehen. Bleib wachsam. Hat eigentlich jemand bemerkt, dass das alles Affen waren? Nein? Deine Sensoren müssen wohl von einer Interferenz getroffen worden sein. Du bist immer noch hellwach. Du hast immer noch Hunger. Baby fragt nach mehr Suppe. Ja gut, den Tag machen wir jetzt noch schnell. Sir Baby hört nicht damit auf, seinen Schädel gegen meinen Terminalbildschirm zu schlagen. Du willst ihn davon abhalten, aber er liegt dir damit in den Ohren, dass er nie richtig lesen konnte und deshalb frustriert ist. Ups. Er versteht nicht einmal alle Schilder auf dem Schiff. Er gibt zu, dass er zufällig in das Astro-Bürger-Programm gestolpert war, als er auf der Flucht in das Astro-Bürger-Ausbildungszentrum eingebrochen war. Er hat nicht einmal den Eingangstest absolviert. Das erklärt einiges, Captain. Babys Muskelkraft hatte ihm sonst immer Ärger eingehandelt. Dass er sich damit rausboxen konnte, war für ihn neu. Ich habe Gefängniswärtern auf die Mütze gehauen. Die haben meinen Freund den alten Mann rumgeschubst. Dann gab es einen Aufstand und ich habe mich aus dem Kittchen verzogen. Du bist sprachlos. Er fragt, ob du ihm das Zeug auf meinem Bildschirm erklären kannst. Was hältst du davon, Sir? Ja, erkläre ich dir. So. Dann. Eine Suppe herstellen, na. Beide haben wir ohne Ende. Mal definitiv einmal nimmer. Was ist denn. Warte mal, da wollte ich noch schnell schauen. Erkunde geeignete Orte nach Teilen. Ja, was für Teile bräuchten wir denn da im Endeffekt dann eigentlich? Schauen wir doch mal. Ah, jetzt haben wir da noch einen. Friedhof. Krater. Ja, das sieht doch gut aus. Energie, Schafel, Feuerzeug. Aber Energie, ja, das ist dann schon für Roboter Energie im Endeffekt. Bahnpentagramm, Länge 2. Okay. Schaden, wie geht's denn dir? Ist gut? Okay. Bis dahin. Baby, du darfst. Du nimmst mit einmal Pistole und einmal Rüstung, würde ich sagen. Ich hoffe, das passt. Kann die Rüstung finden, ja. Und go. Bist du auch mal aus der Range und frisst keine Suppe weg? Wie viel haben wir jetzt da wieder? Oh Gott, 14 Wellen, das reicht dir erstmal wieder. Gut, Tage sind rum und Kivium. Jo. Dann würde ich sagen, dann machen wir hier einen Break. Ich sag herzlichen Dank fürs Zuschauen, herzlichen Dank fürs Quatschen. Falls mehr als der Hämatit da sind, sorry, ich sehe nur einen Zuschauer, von dem wir gesehen, habe ich mich jetzt natürlich auch nur mit Hämatit unterhalten und keinen anderen begrüßt. Wenn ihr Lust habt, in knapp 50 Minuten geht's weiter mit Murdered Soul Suspect. Noch ein bisschen Detektivarbeit heute Abend, 2 Stunden lang schauen, wer mich ermordet hat oder rauskriegen, wer mich ermordet hat oder wie auch immer, meinen Mord aufklären.
glaube ich, muss ich im Endeffekt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Und dann würde ich sagen, würden wir uns wahrscheinlich morgen wiedersehen, eventuell nachmittags, falls ich nicht mich zum Nickerchen hinlege. Aber das sehe ich morgen dann. Falls wir uns heute Abend nicht mehr sehen, wie gesagt, oder die Tage halt. Dienstag ist auf jeden Fall Hogwarts angesagt, aber morgen hätte ich auch einen spontanen Hogwarts-Stream vor. Na gut. Schönen Abend dabei. Bis später eventuell. Ansonsten bis die Tage. Vielen Dank fürs Reinschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis die Tage, Matti. Schönen Abend noch. Ciao, ciao.